Nichts für Hör- oder Geruchsempfindliche. Lärm, Qualm und Benzin liegen in der Luft heute am Nürburgring. Überall wird getestet, geschraubt und am Feintuning gearbeitet. Schließlich müssen die knapp 160 Teilnehmer beim Nordeifel-Pokal erstmal kritische Blicke bei der technischen Prüfung überstehen. Optisch sind der Fantasie der Boliden keine Grenzen gesetzt. Die Amateurfahrer müssen schon über Motorsporterfahrung verfügen und eine A-Lizenz haben. Die kann man also über kleinere Veranstaltungen erreichen. Es gibt auch mittlerweile Lehrgänge, wo man das erreichen kann. Aber man muss dann schon ein bisschen den Motorsport gemacht haben, ehe man hier auf der Nordschleife so fahren kann. Wie Markus und Stefan Schmickler aus Bad 9a, die heute erstmals in ihren über 400 PS starken Autos gegeneinander starten, zwei Brüder mit Benzin im Blut. Das ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Also wir machen es mittlerweile fast 16 Jahre hier oben am Nürburgring. Und sind fast jedes Wochenende da. Es ist immer wieder ein Riesenspaß, hier zu fahren. Ist natürlich direkt um die Ecke von uns zu Hause. Und ein bisschen vom Bruder abgeguckt. Er hat schon ein paar Jahre vor mir angefangen damit. Stefan macht sich auf den Weg zur legendären Nordschleife. Gestartet wird einzeln gegen die Zeit. Markus mit der Startnummer 100 ist früh dran. Onboard bei Stefan auf der längsten und für viele schönsten Rennstrecke der Welt. Für die knapp 21 Kilometer einer Runde brauchen die Amateure in ihren verschiedenen Fahrzeugklassen mit unterschiedlichem Hubraum zwischen 7 und 8 Minuten. 15 Runden fährt jedes Team. Die Autos beschleunigen auf Geschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern in der Stunde. Stefan hat die Nase im kanariengelben BMW vorn. Volltanken beim Boxenstopp. Die Teams wechseln außerdem ihre Fahrer. Für Stefan und Markus ist Feierabend. Ein Unfall mit 6 Autos verzögert die Fortsetzung des Rennens etwas. Personen sind aber offenbar nicht zu Schaden gekommen. Am Ende gewinnt Markus als Älterer das Bruderduell. Zufrieden sind aber beide mit dem Renntag. Auf jeden Fall. Also alle Autos sind heil. Hat sich keiner wehgetan. Wir hatten einen guten Tag heute. Alles super. Ja, sehe ich genauso. Und die vielen Pokale in 30 Klassen wird es später noch geben am Nürburgring.